Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Occupy Mars in der tiefsten, dunkelsten Nacht, die ich hier erlebt habe. 1928 scheinbar. 1928, es ist minus 20 Grad, so allmählich müsste es frieren anfangen. Aber solange nichts passiert, ich werde mich jetzt auch nicht drum prügeln. Das Flashlight, nee, Flashlight geht hier gar nicht, ne? Torch? Nee, auch nicht, okay. So, minus 24 Grad. Könnte langsam unangenehm werden. Oh, jetzt fängt es langsam an zu beschlagen. Trotzdem parken wir das Ding hier nochmal eben schnell. Und stecken das an und jetzt geht's hier rein. Das war knapp. Leute, war das knapp. Warning. Ja. Oxygen source external. Sehr schön. Wunderbar. Sleep deprivation warning alert. Ja, das passt doch alles. Ist doch alles wunderbar. So, jetzt haben wir Aluminium. Das ist hervorragend. Wir haben eine große Leiterplatine, die haben wir auch erstmal da rein mit das verlassene Tablet und das wiederum können wir hier nicht hier drinne, sondern hier drinne Lagerbestand und Sauerstoff. Wir müssen langsam mal was auffüllen hier, würde ich sagen. So, hier ist das verlassene Tablet und das können wir verwenden. Und was haben wir gekriegt? Werkstattdrucker. Jawohl. Sehr schön. Das ist hervorragend. Das bringt uns zum Techbaum, glaube ich, auch noch weiter. Wenn wir Elektrizität, haben wir sogar einen dazu. Industrielle Energiewand, Werkstattdrucker. Wo hatten wir den Werkstatt? Unter Mineral? Nee, Material? Nee. Doch, hier, Werkstattdrucker. Und der Werkstattdrucker lässt uns dann den 3D-Drucker. Also wir können mit dem nächsten Punkt hier den 3D-Drucker fertigstellen. Das ist sehr, sehr gut. Das bringt uns ordentlich voran. Was cool wäre, wäre hier die Werkbank. Dann könnten wir den Detektor nach und nach aus. In Nachtsicht ist jetzt nicht so wichtig, aber wir könnten hier auf jeden Fall weitergehen. Pressluft haben wir 2. Wir brauchen die Werkstatt. Wir bauen die Werkbank. Wenn wir die Werkbank bekommen, ist alles tippitoppi. Aber wir haben ja hier auch noch ein verlassenes Tablet. Das habe ich komplett vergessen. Komplett vernachlässigt an der Stelle. Und da werden wir auch nochmal verwenden. Deshalb, wir haben eine Blaupause fürs Quad bekommen. Und das ist wiederum cool, weil unser Quad ja beschädigt ist. Könnten wir theoretisch mit einem Werkstattdrucker entsprechend das Quad herstellen. So, dann schauen wir nochmal kurz rein. Wir werden nochmal kurz was essen, sonst wird das nämlich nichts. 79, perfekt. Und damit versuchen wir jetzt durch die Nacht zu kommen. Mach erstmal bis dahin. Sehr schön. Das gefällt mir. Hervorragend. So, ach so, Moment, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich will nochmal einmal kurz hier rein. Ich will einmal kurz ins Radar gehen. Und entfernen. Entfernen. Das hatten wir. Und der nächste Ausflug, damit will ich auch weitermachen. Der nächste Ausflug soll bitte hier hingehen. Tracken. Sehr schön. Und jetzt können wir nochmal eine Runde pennen. Und zwar bis 7.40 Uhr, wie immer. Werden wir schlafen. Ich hoffe, dass die Energie für das Quad ausreichen wird. Jetzt schauen wir uns doch nochmal ganz kurz an. Das ist das nächste, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar müsste das unter Elektrik sein. Wir könnten hier die Werkbank freischalten. Machen wir jetzt einfach mal auch. Electricity, technology access level increased. Available point for technological advancement. Ich
Verzerrte Anzugsband. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist der hier, industrielle Energiewandler. Das ist das, wo wir an einem Travo quasi noch ein Pack dran packen können. Dazu fehlt uns aber noch die Blaupause industrielle Energiewandler. Und das ist das, was uns gerade ein bisschen limitiert. Da limitiert uns gar nichts. Das haben wir. Hier haben wir den. Das heißt, wir können den Detektor 1 machen. Machen wir auch. Komm, Detektor 1. Mechanics. Technology haben wir. Access level increase. Und der nächste available wäre dann hier. For technological advancement. Das wäre nicht schlecht. So, okay. Sehr schön. Haben wir geschafft. Im Moment können wir nicht allzu viel machen. Wir können noch ein Solarpanel, glaube ich. Ein Solarpanel können wir, glaube ich, noch aufbauen. Dazu fehlen uns noch 4 Solarzellen. Die wollen wir nochmal schnell bauen. Das können wir ja jetzt. 4 Stück. Zack. Dafür haben wir jetzt ja genügend Aluminium. Sehr gut. Lagerbestand, Druckerbehälter, 4 Solarpaneele. Hier ist auch noch eine. Zack, 5 Solarpaneele. Perfekt. Und wir ziehen den Helm wieder auf. Sehr gut. Und nein, da wollte ich gar nicht hin. Wir machen das Ding auf. Gehen hier nochmal raus. Wir haben nämlich noch ein Slot frei, genau. Und das heißt, ich möchte noch ein Solarpanel hier aufstellen. Je mehr Energie, desto besser. So ist es. Hier. Buchse öffnen, anschließen. Und rein damit. Genau. Geht voll raus, geht voll hier rein. Das ist perfekt. Wir schauen mal ganz kurz. 34. So, jetzt gehen 15 hier rein und 20 gehen darüber. Wir schauen nochmal eben ganz kurz nach dem Wachstumsstatus. Und. Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 78%. Jetzt ist aber. Hey, 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 hey. So, bisschen hin und her gesprungen hier die ganze Nummer. So, O2 ist hier mal gar nicht. Sieht's aus 50%. Ja, okay, das müssen wir jetzt abholen, ne? Ist das richtig? Alles 50%. Okay, pflanzen wir es um. Das sind 6, also müssen wir da noch 2 mitnehmen, glaube ich. Ja, müsste erstmal so sein. Okay. Pflanzwerkzeug, das kann erstmal weg. So, die 12 haben wir da. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Ach, dass es immer wieder rausspringt, ne? Das ist ja echt doof.
Das ist ein bisschen ungünstig gelöst, Leute. Das ist echt doof. Ja, wir füllen das gleich auf. Alles wird cool, alles wird gut. Ich will das hier aber eben noch mal, bevor uns die Pflanzen hier hops gehen, möchte ich das Ganze. Jetzt muss ich jedes Mal rein, ne? Arr. Das müsst ihr ändern, Leute. Das geht so nicht. Da wird man ja wahnsinnig bei. Da wird man wahnsinnig bei. Ich glaube, es ist einfacher, beim nächsten Mal die echt einfach einzeln in der Hand zu behalten, anstatt dir jetzt jedes Mal den Gierigen zu machen. So, das hätten wir. Dann können wir hier noch reingehen. Das braucht jetzt 1,3 und 3,6. So. Das müsste jetzt funktionieren. Jetzt können wir das hier ein Stückchen runterschrauben auf 0,8. Mehr Wasser brauchst du erstmal nicht. Und das andere lassen wir erstmal so laufen, würde ich sagen. Die Bilanz sieht gut aus. 66 sind gespeichert. 20 kommen rein. 17 wird verbraucht. Und mit Wasser sieht es genauso gut aus. Das heißt, das lassen wir erstmal so. Jetzt speichern wir das Ganze. Danke für den kurzen Hinweis, liebes Spiel, dass ich hier auch nochmal speichern sollte. Gut. Sehr schön. Ich denke, wir sind soweit. Wir können noch mal eben kurz Sauerstoff aufladen, Wasser aufladen. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, Flasche füllen. Sauerstoff. Zack. Dann füllen wir den Rest der Flasche auch noch eben auf. Jawohl. Und Wasser können wir. Wo war Wasser noch? Wasser war da hinten, ne? Ist doof. Wo ist mein Wasser? Ey. Da, da hinten ist mein Wasser, da fahren wir mit Quad hin. Da fahren wir mit Quad hin. Ich ziehe mal eben kurz das Kabel ab. Lass das mal hier liegen. Mal kurz rein. 89%, das sollte erstmal reichen. Für unseren kurzen Ausflug. So, oh, jetzt bin ich schon da. Völlig verquert hier. Wasserflasche füllen. Jawohl. Und bitte nochmal Wasserflasche füllen. Perfekt. So, dann haben wir ein bisschen, können wir noch einmal was essen. Konsumieren. Jawohl, sehr schön. Und dann geht's weiter. Wir müssen weiter. Ressourcen will ich jetzt erstmal links liegen lassen. Mir geht es hauptsächlich um verlassene Tablets, Leiterplatinen und solche Geschichten. Den Ausflug müssen wir machen. Wichtig sogar wären sogar verlassene Tablets für die effizientere Energieumwandlung. Weil damit hätten wir dann erst noch eine ordentliche Bank. Und es ist 11.33 Uhr. Das müsste eigentlich auch passen. Denke ich. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank für die fleißigen Kommentare.
Die natürlich helfen. So wie das Quad, so wie die verlassenen Tablets. Auch der Hinweis, hey, nicht zu viel bauen, mach mal erstmal klein und so weiter. Deine Energie haut nicht hin, du musst erstmal Energieversorgung aufbauen und so. Passt alles. Vielen Dank dafür. Das sind Hinweise, die ich brauche an der Stelle. Und ja, vielleicht, wenn ihr Bock habt, schreibt mir nochmal rein, wenn der ein oder andere vielleicht schon weiter ist als ich hier an der Stelle und mich da unterstützen möchte. Wäre, was ist denn das da vorne? Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja, was ist das da vorne? Wollen wir kurz einen Abstecher dahin machen? Also, wenn der ein oder andere dabei ist und sagt, Mensch, du, pass auf, das nächste, was du machen solltest, wäre das und das. Oder das und das. Ja? Ich bin dabei. Schreibt das rein. Zu gerne wissen, ob das einfach nur eine Felsablagerung ist. Das sieht so aus, ne? Oder? Ist gerade ein bisschen hakelig. Auch im Spiel gerade. Ah, es sieht aus wie Felsablagerung. Okay. Oh, da ist auch eine große Structure. Das sieht aus wie ein Workshop. Vielleicht haben wir Glück und können da auch nochmal rum. Also, ich will da wirklich rein, was suchen, nicht groß noch irgendwas abbauen. Was ich auf dem Boden finde, logischerweise, das wird mir schon reichen erstmal. Weil dann haben wir die Möglichkeit, nach dem gleich auch den dann noch zu besuchen und dann wieder zurückzufahren. Das sieht echt nach was Größerem aus. Es scheint Wasser zu sein, wenn ich das richtig sehe. Boah, und daneben ist gleich noch eine Struktur. Und es sieht aus wie ein Werkzeugschuppen oder sowas, wie ein Lagerschuppen. Cool. Da gucken wir doch mal vorbei. Oh, sehr schön. Hier ist Nahrung. Hier ist auch noch mal Nahrung. Da liegt, glaube ich, eine große Leiterplatine. Ja, noch eine große Leiterplatine. Beton oder was? Ist das Beton? Oh, da ist aber viel. Erste Hilfekasten. Nehmen wir mit. Was haben wir? Leute. Das scheint eine Medizinversorgungsstation zu sein hier oder sowas. Fugenmittel. Ja, komm, mitnehmen. Einfach mitnehmen. Okay. Ich kann nicht hingelangen. Dieses Quietschen. Elektronik, nehmen wir mit. Sehr gut. Wow, okay, wohin? Da nicht, da wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich gehe einfach hier lang. Okay, hier geht's raus.
Was für riesige Panels. Ist das Calcium? Was ist das? Was liegt hier alles? Aluminium, ja, dann nehmen wir da mit, ne? Solarzelle nehmen wir auch mit. Verlassenes Tablet, da ist es doch. Da gucken wir später nach. Sehr schön. Gefällt mir. Mittlere Leiterplatine nehmen wir auch mit. Frage ist halt. Ob wir so viel Platz nachher haben, ne? Oh, da liegt auch viel drin, ne? Okay, dann gehen wir da noch mit rein. Hoffentlich. Öffnen. Sehr schön. Okay, perfekt. Rauf aufs Quad. Wir fahren weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Kleine Leiterplatinen wären toll. Jetzt so ein, zwei kleine Leiterplatinen. Das wäre schon toll. Schauen wir da noch mal rein. So. Hinfort, hinfort. Öffnen. Hm? Aha. Okay, sehr gut. Lebensmittel mitnehmen. Erste Hilfe. Mitnehmen. Was ist das? Eine Glasplatte. Jawohl, mitnehmen. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas? Moment, nichts, was hier rumliegt. Sehen wir jetzt nichts, was ich sehen kann. Okay, weiter geht's. Wir wollen noch zur anderen Struktur. Jawohl! Nice! Sehr schön. Dynamit oder Zündstoff oder ähnliches. Okay. Da draußen ist auf jeden Fall noch was. Ah, ist ja ganz cool hier. Auch dieses Ding finde ich toll. So, und hier müssen wir auch noch reingucken. 16 Uhr. Lebensmittel. Und Lebensmittel, sehr gut. Nichts. Nein, nichts drin. Oh, das sieht gut aus. Aber es ist eine große Leiterplatine, glaube ich, ne? Ja. Wie haben wir denn davon schon? Mittlere, große Leiterplatine. Verlassene Tablets. Ob die stacken? Nein, die stacken nicht. Die muss repariert werden. Lassen wir jetzt mal fallen.
weil sie kaputt ist. Aber wir wissen, dass hier eine halb angedorte ist. Oh Gott. Und hier ist auch noch eine große. Die lassen wir jetzt erstmal liegen, weil ich gerade nicht weiß, ob die im Moment jetzt für uns relevant ist. Okay. Was ist das da oben? So, 55%. Wir sind, glaube ich, bei 73 gewesen, als wir losgefahren sind. Jetzt bei 55. Das heißt, wir haben 20% Akkuleistung verbraucht für die Fahrt hierher. Das heißt, wir waren so bei 25. Spätestens bei 25% müssen wir auch wieder zurück. Aber ich glaube, das ist eh egal. Weil wir schon so lange unterwegs sind. So. Eigentlich ist das Ziel erreicht. Wir sind da, wo wir hin wollten. Aber wir wollen trotzdem noch mal hierher gucken. Ist doch vielleicht so ein, zwei Sachen, die hier noch... ganz interessant sein können. Hier gar nichts. Doch da. Was ist das? Solarzelle. Ja, nehmen wir mit. Klare Sache. Oh, hier ist auch noch was. Lebensmittel. Und ein Motor. Das lassen wir mal liegen. Drinne. Lebensmittel mitnehmen. Okay, und die andere Seite noch schnell. Jawohl. Sehr ordentlich. Überwachen. Okay. Werkzeug, Brett, was da drin? Lebensmittel, wichtig, ganz wichtig. Hier zum schnellen Überleben. Hier ist noch eine große Leiterplatine. Okay, Leute, zurück. Es ist 18:23. Wir müssen nach Hause. Ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube, das war ganz gut. Hoffentlich wird es jetzt nicht zu kühl. Wir übertreiben es halt auch immer richtig. Also ihr merkt, mit dem Quad kommen wir nicht allzu weit. Das ist das Problem.
Frage ist halt, eigentlich müssten wir jetzt langsam schon erfrieren, aber anscheinend ist auf dem Quad, haben wir so viel Wärme bei dem Ding hier oder was? Erzeugt das so viel Wärme? 37%, also nächsten Tag werden wir nicht groß weiter können. Dann schauen wir, ich glaube, wir haben drei verlassene Tablets. Die werden wir uns auf jeden Fall in der Folge noch... Ah, das werden wir nicht schaffen, Leute. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir gucken, was drauf ist. Ich hoffe, wir kriegen die erweiterte, also die verbesserte Energieumwandlung. Das wäre natürlich der Oberkracher, weil dann können wir nämlich gleich entsprechend eins von den Dingern abschrauben. Und gleich eine größere Bank dran setzen. Und vielleicht auch gleich ein größeres Akku-Pack draufknallen. So, minus 32. Jetzt müsste es ein wenig knifflig werden. Unser Visier beschlägt schon. Aber das werde ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja. So, Schlafentzug haben wir jetzt auch schon. Aber wir sehen da hinten schon unsere Base. Oh. Es hilft nichts. Aber wir haben ja genügend Erste-Hilfe-Packs zusammengekratzt. Jetzt wird's echt übel. Aber wir werden das Quad noch eben anschließen. Das ist ganz wichtig. Damit wir sofort... Noch 19%, ne? So, und hinein in die gute Stube, Leute. Schließen. Sehr schön. Puh, okay. Das war gut. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, wie unsere Versorgung aussieht. Wasser, Sauerstoff, das müsste eigentlich noch gehen. Das müsste eigentlich noch gehen. Wir haben Erste-Hilfe-Dinger... So, dann sind wir aufgefüllt. Sehr schön, das gefällt. Dann, bevor wir irgendwas anderes machen, werde ich nochmal die Leiterplatinen dahin packen. Mittlere auch noch mit rein. Das nimmt Platz weg auf jeden Fall. Boah, die Erste-Hilfe-Packs. Ja, die packe ich auch nochmal hier hin. Drei reichen, glaube ich, erstmal. Und die Dynamit-Feststoffstange und das Pflanzwerkzeug. Dürfte ich eigentlich hinwerfen, ne? Müsste ich eigentlich erstmal hinwerfen hier. Ja, das ist okay, das ist fies. Ah, es liegt draußen. Okay, alles klar. Ich hab's rausgeschmissen. Durch die Bank habe ich es rausgeschmissen. Passiert halt. Passiert, Leute. Nicht dran denken, es passiert halt. So, ist mir die Frage, ob wir schon schlafen können. Ich denke schon. Wisst ihr was? So machen wir es.
Ja, ich lege mich gleich pennen und wir sehen uns nächsten Tag wieder. Ja, und dann schauen wir, was in den Tablets drin ist. Kleiner Cliffhanger an der Stelle, aber es macht das alles ein bisschen spannender. Liebe Leute, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Da freut sich der Algorithmus drüber. Ich natürlich und der Kanal. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreiben was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.